Willkommen zurück bei der 41. Folge von Dreamfall. Wir sind in Faiths Traum gefangen. Und diesmal scheint sie uns nicht wieder hinvorzuschicken, sondern diesmal scheint sie uns willkommen zu heißen. Wird sie uns freundlich oder feindlich gesinnt sein? Und vor allem, wieso sind wir hier in Unterwäsche? Faith. Hi, du musst Faith sein. Ich bin Zoe. Ich weiß. Was machst du da? Spielen. Verstehe. Und was spielst du? Ein Spiel. Wirklich? Kann ich auch mal? Vielleicht? Okay. Du hast mir geholfen, Faith, nicht wahr? Die weiße Lady hat mich darum gebeten. Oh. Was hat die weiße Lady gesagt? Es musste Drache sein. Sie sagte, sie habe mit dir gesprochen. Hat sie dir gesagt, dass ich April Ryan finden und retten müsse? Ja. Wie sieht die weiße Lady aus? Sie ist ganz weiß. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie war gerade hier, kurz vor dir. Oh, wirklich? Ja. Was hat sie gesagt? Sie sagte, alles wäre bestens. Sie sagte, du hättest es gut gemacht und dass du April gerettet hättest. Dann wurdest du belogen. Dass ich April rettete? Ja. Du weißt, dass ich nach dir gesucht habe, nicht wahr? Ja. Warum ich? Warum hast du mit mir gesprochen, Faith? Weil du so bist wie ich. Was meinst du genau? Du träumst wie ich. Du meinst, die Dinge wahr zu träumen? Ja, du bist meine Schwester. Ich bin... was? Deine Schwester? Ja, du bist meine große Schwester. Du meinst, weil wir auf die gleiche Art träumen? Nein, weil wir Schwestern sind. Ganz real. Ach, hey, du Scheiße. Langsam, das ist wichtig. Warum glaubst du, sind wir Schwestern? Ich weiß es einfach. Die weiße Lady sagt das auch. Wir haben die gleiche Mutter. Wirklich? Faith, entschuldige, aber das ist unmöglich. Meine Mutter starb lange bevor du geboren wurdest. Oh, nein. Unsere Mutter ist nicht tot und wir sind Schwestern. Das ist nicht möglich. Aber es stimmt. Wirklich, ich lüge nicht. Ich glaube dir, Faith. Okay. Ich glaube dir wirklich. Es ist nur... weil ich dachte, meine Mutter wäre tot. Erinnerst du dich an deine Mutter? Nein, ich weiß nicht. Darüber möchte ich nicht reden. Lieber über etwas anderes. Faith, warum bist du hier? Ich habe keinen anderen Platz, wo ich hingehen könnte. Du kannst hier nicht bleiben. Du schadest der Welt. Ich weiß. Das genau das war hat die weiße Lady auch gesagt. Aber ich weiß nicht, wohin. Und ich habe Angst, Zoe. Ich weiß. Die hätte ich auch. Aber manchmal müssen wir loslassen. Müssen einfach darauf vertrauen, dass die Dinge in Ordnung kommen. Manchmal müssen wir... Faith, du solltest hier einfach nicht mehr sein. Du solltest fort sein. Ich sollte tot sein. Nein, nein, das solltest du. Ja. Ja, Faith. Du solltest tot sein. Harte ich Worte. Weiß, aber ich will nicht fort. Ich möchte allein sein. Vielleicht. Vielleicht nicht. Ich kann dir nichts versprechen, aber ich glaube, dass etwas Besseres auf dich wartet. Ich kann es nicht versprechen, aber ich glaube daran. Und ich kann dir versprechen, dass ich hier bleibe, solange du es verlangst. Du bleibst bei mir? Das werde ich. Ich möchte nicht, dass du noch länger allein bist. Okay. Das waren richtig, richtig harte Worte von Zoe. Zu einem Kind, es solle doch sterben. Es scheint ein wenig Zeit vergangen zu sein. Und etwas bedrückende Atmosphäre hier bei Faith. Zumal mit den Chorgesängen. Man fühlt sich klein. Wenn man hinten auf die Uhr achtet, hat Faith wohl nicht das... Nein, die Zeit geht zurück. Auch mit dem Stundenzeiger synchron. Sollte das links ein Votilla sein? Ansonsten auch die Kinderzeichnungen an der Wand. Ich werde müde, Zoe. Schon gut, mein Schatz. Du kannst dich schlafen legen.
Und mir wird auch kalt. Komm her. Besser? Ja. Ja. Wirst du bei mir bleiben? Solange du willst, Faith. Selbst wenn ich schlafe? Selbst wenn du schläfst. Ich verspreche es. Gute Nacht, Zoe. Gute Nacht, große Schwester. Gute Nacht, kleine Schwester. Bis dass der Tod euch scheidet. Leb wohl, Faith. Ebenso wie du, Zoe. Dieselbe Träumerin. Und wenn dem so stimmt, was sie uns sagte, haben wir wohl nun unsere eigene Schwester getötet. Und so wie es scheint, verschwindet der gesamte Traum Faiths nun im Äther, im Nichts. Wir müssen nun bei Pete sein. Ja, da ist doch dieser alte Fettsack. Der korrupte Anführer von der Vorticor. Sam? Sam, bist du das? Du musst mir helfen. Da ist nur Dunkelheit. Sie haben mir Augen und Ohren gestohlen. Sie haben mir die Welt genommen. Es ist nichts übrig. Nichts. Hörst du mich? Bist du da? Ich brauche meine Sinne zurück. Antworte mir. Antworte mir. Meine Haustiere? Papa kann euch nicht hören. Und er kann nicht zu euch sprechen. Haustiere. Meine Haustiere. Was tut ihr? So kommt alles zurück, was du auf uns geworfen hast. Peace. Ich hab leicht die Befürchtung... Es tut mir leid, Zoe, aber ich kann sie nicht wieder aufwachen lassen. Du falsche Schlange. Leben Sie wohl. Sie sind wirklich ein wundervolles Mädchen, Ihrem Vater so ähnlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich Sie wiedersehen würde. Und ich wünschte, es hätte nicht so enden müssen. Ganz allein deine Schuld, du hättest uns nicht töten brauchen. Schläft sie? Sie ist... Ich werde hier bleiben und auf sie achten. Sie sollten. Wenn sie aufwacht, möchte sie vielleicht ein Spiel mit mir spielen. Vielleicht. Das würde mir sehr viel Spaß machen. Tja, nun scheinen wir wohl wieder in der Strandklinik zu sein. Das war sie also, meine Geschichte. Dreamfall. Sie klingt ziemlich unglaublich, ich weiß. Ein Teil davon fühlt sich an, als hätte ich geträumt. Aber alles davon ist wirklich geschehen. Ich helfe Faith, ihren Weg zu finden. Die Stasis ist Vergangenheit. Die Dinge sind wieder zur Normalität zurückgekehrt. Alles sollte mit der Welt in Frieden sein. Es sei denn, das ist es nicht. Nichts davon. Die bösen Kerle sind davongekommen. Der Dreamer könnte noch immer herausgebracht werden. Wenn das geschieht. Ich bin nicht sicher, wie lange ich schon hier bin oder wie lange ich hier noch sein werde. Aber es gibt nichts mehr, was ich jetzt noch tun kann. So begann es.
Meine Geschichte ist erzählt. Die Zukunft liegt nicht mehr in meinen Händen, sondern in deinen. Du musst etwas tun. Du musst meine Geschichte bis zum Ende der Welt erzählen, bis jeder weiß, was hier passiert. Wenn du es nicht tust... Ich werde bald fort sein, aber ich habe keine Angst. Wenn der Tod das Ende ist, weiß ich, dass unsere Träume zurückbleiben. Wer auch immer du bist, was auch immer du vorhast, viel Glück. Ich bin sicher, dass du es brauchen wirst. Ich hoffe, meine Geschichte wurde gehört. Ich würde mich ziemlich dumm fühlen, wenn ich herausfände, dass ich mir das alles nur eingebildet habe. Risa? Jericho. Gott sei Dank. Wie geht es ihr? Sie entgleitet uns. Oh, Zoe. Vorsicht, Dad. Das ist nicht der... Leb wohl. Bitte was? Ist es nicht er? Das habe ich nun ernsthaft nicht verstanden. Wir sind dort, wo einst Brian Westhouse gelandet war. Willkommen in der Zeit der Geschichten, Zoe. Hallo. Bin ich tot? Ich weiß nicht. Aber hier zählt das nicht. Hier sind alle Dinge nur. Du bist hier einfach. Tot oder lebendig. Du bist einfach. Verstehst du? Nein, aber erzähl nur weiter. Du bist etwas Besonderes, Zoe. Hör ich nicht zum ersten Mal. Ja, das bist du. Du bist eine Träumerin. Das sagte mir schon einmal jemand. Ist das gut? Ja und nein. Es ist weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes daran. Wie die Sterne am Himmel oder die Steine auf dem Boden. Es ist, wie es ist. Oh, also, wo sind wir nochmal? In der Zeit der Geschichten. Das ist, wo die Geschichten erzählt werden. Die Geschichten, die den Himmel und die Erde und alles dazwischen erschaffen. Siehst du, Zoe, das Weltall und alles, was darin und außerhalb davon ist, ähnelt einem unendlich dicken Buch, das unzählige Geschichten enthält. Erstaunlich. Kannst du mir eine dieser Geschichten erzählen? Ich könnte, aber nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Eigentlich bist du hier, um mir eine Geschichte zu erzählen, Zoe. So? Ja, bist du. Ich verstehe. Warum müssen wir so eilig handeln? Weil das Ungeträumte entfesselt wird. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es klingt nicht gut. Womit soll ich beginnen? Am Anfang natürlich, Zoe. Am Anfang? Das könnte aber eine lange Geschichte werden. Das ist schon okay. Also gut. Mein Name ist Zoe Castillo. Und ich glaube, dass ich tot sein müsste, aber ich bin nicht sicher. Der Name meines Vaters ist Gabriel. So weiß nun also auch die Zeit der die Ebene der Geschichten über unsere Bescheid. Und drei Monate später. Heute ist der Tag, auf den jeder gewartet hat. Stimmt's, Ryan? Richtig, Diane. Es war für Monate ein streng gehütetes Geheimnis, aber heute enthüllt Worticorp sein heiß ersehntes neues Produkt. Dreamtime. Die Fans haben schon vor Wochen begonnen, vor den Läden Schlangen zu bilden für das, was einige nun bereits das größte Ereignis seit Beginn der Geschichtsschreibung nennen. Wow! Ryan, ich wette, wenn du nicht hier sein müsstest, würdest du in einer dieser Schlangen dort stehen. Ja, da kannst du wetten, Diane. Worticorp wird bald enthüllen, worum es sich dreht. Nur eins kann ich schon verraten. Es wird das Gesicht des Entertainment verändern. Für immer. Gerüchte im Netz behaupten, Dreamtime würde den Menschen gestatten, bewusst zu träumen. Kontrollierbare Träume über alles, was man will. Ist da etwas Wahres dran, Ryan? Modernste Technologien, du wirst es lieben. Ja, das wirst du, Diane. Oh, oh. So war denn alles umsonst? Was zur Hölle?
Der große Turm von Mercuria. Und so scheint sich Dreamfall The Longest Journey dem Ende zugewandt zu haben. Ein Spiel von Funcom. Ich werde jetzt hier die ganzen Leute nicht vorlesen. Ich werde jetzt einfach mal hier den Abspann weiterlaufen lassen und euch die Musik genießen lassen. Nur ein kleines Fazit: war ein wirklich, wirklich, wirklich schönes und spannendes Spiel. Die erste Hälfte hat sich ein bisschen hingezogen wie ein Kaugummi, muss ich sagen. Nicht wirklich was Großartiges passiert, beziehungsweise es war einfach alles noch ziemlich verworren. Und ab der zweiten Hälfte dann ging es bergauf. Vor allem als Zoe dann das zweite Mal in Arcadia war. Da konnte man auch ein bisschen mitfühlen mit der Geschichte. Und vor allem am schlimmsten war dann fast gegen Ende die Story-Wendung, also sprich die Wendung in der Geschichte. Da habe ich schon so manchmal mein Herz nicht mehr schlagen hören. War wirklich super inszeniert. Auch wenn mir am Ende noch ein paar Fragen offen bleiben, ob zum Beispiel Faith wirklich meine Schwester ist. Aber ich denke mal, wirklich alles kann man nicht beantworten. Ansonsten ein wirklich wunderbares Erlebnis, dieses Spiel. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht zu spielen. Empfehle ich auch gerne weiter. Und ansonsten schalte ich jetzt hier, erklinke ich mich hier erstmal aus. Viel Spaß mit der Musik und mit dem Abspann. Tschüssi, euer Troll. Für Leute, die jetzt immer noch zusehen, hier gerade die Listen, wer denn die Original-Synchronisationssprecher waren, falls sich da mal jemand mehr informieren möchte.
Jetzt melde ich mich doch nochmal zu Wort. Lies mal die letzten zwei Sätze durch. Filmed on location in Stark in Arcadia. No grubbers were harmed in the making of this game. Und wir erscheinen nun das Ende der Credits erreicht zu haben. The undreaming is unchained. Das Ungeträumte wurde entfesselt, vor dem uns ja der Herr im Reich der Geschichten gewarnt hatte. Und nun, da der Dreamer auf dem Markt ist, wohl unaufhaltsam. Oh, Tibet, 1933. Ein Glück, dass wir es noch zu Ende angesehen haben. Es müsste Brian Westhaus sein. Der ist ja auch. Er lag also in Tibet beim Klettern. Freund. Chavez, was tust du hier? Die Zeit ist ein Kreislauf. Es wird hier nicht enden, du wirst gebraucht. Nimm meine Hand, Brian. Die Zukunft erwartet uns. Okay, anscheinend einen alten Freund gefunden, der Brian hilft, weiter den Berg zu erklimmen. Gespannt, ob da jetzt noch irgendwas kommt. Oder ob das jetzt nur eine kleine Szene noch war. Nein! Das war's auch wieder. Anscheinend nur eine Anspielung darauf, dass eventuell ein dritter Teil kommen würde, was ich natürlich sehr begrüßen würde. Ansonsten sind wir hier im Hauptmenü gelandet. Ja Leute, gesagt wurde eigentlich schon alles. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht zuzusehen, wie ich Spaß hatte beim Spielen mit euch. War wirklich nett mit euch und immer wieder gern. Eventuell wird The Longest Journey, also sprich der erste Teil, noch folgen. Jetzt geht's aber endlich los mit Mass Effect 2. Und sobald ein anderes Projekt beendet wurde, eventuell dann The Longest Journey. Ich freue mich auf euch. Ciao!